Also, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Vakuumkammer, die ich im Rahmen eines Jugendforschprojektes aufgebaut habe und für ein Projekt nutze. Ich möchte nämlich Röntgenstrahlen mittels Tribolumineszenz erzeugen. Kennt man vielleicht auch schon vom Tesafilmversuch. Ich möchte das Ganze nachher mit Piezos erreichen. Die ganze Anordnung sieht so aus. Hier haben wir Drehstrom für die Vorpumpe. Das ist eine zweistufige Drehschieberpumpe von Leibold. Läuft hier ein Drehstrom. Das hier ist ein Ölnebelfilter mit Aluminiumoxid. Geht hier über einen Schlauch an eine Turbomolekularpumpe, die man hier sieht, auch von Leibold. Zeige ich vielleicht gerade mal von der anderen Seite noch. Sieht so aus. Und mit der erzeuge ich letztendlich das Hochvakuum. Die eigentliche Kammer ist das Ganze hier. Das Ganze hängt zusammen. Hier dann eben verschiedene Messgeräte. Hier habe ich ein Ionisationsvakuometer. Hier ein Ventil mit einem Pirani-Vakuometer. Das ist weitgehend selbst gebaut. Hier ein paar Sichtfenster. Hier den Controller für die Turbomolekularpumpe. Hier das Ionisationsvakuometer. Das ist kalibriert, das heißt, dieser Wert stimmt, die ungefähr 2 bis 5 mal 10 hoch minus 4 Tor ist dasselbe, ungefähr ein Millibar. Denn hier hat man den Spannungswert vom Pirani-Vakuometer, da ist offenbar die Batterie vom Multimeter leer, ist allerdings am unteren Messbereich, wie gesagt. Zum eigentlichen Versuch, vielleicht sieht man es ja außer den Spiegelungen, ich habe hier einen Motor drin mit Tesafilm, sieht man von oben vielleicht besser. Oben ist die Tesafilmrolle, die abgewickelt wird, unten der Motor und was man da so von links reingucken sieht, ist ein Zählrohr. Das Zählrohr ist auch hier über die Durchführung an Zähler angeschlossen. Ich weiß nicht, wieso der so schnell zählt, liegt vermutlich daran, dass das Zählrohr keinen Unterdruck mag oder auch schon alt ist. Kann man aber ignorieren, was zählt, ist hier dieses Klacken, was man ab und zu vom Lautsprecher hört. Ja, ich kann das Ganze hier regeln. Ich muss auch mal zeigen von oben, wie das dann aussieht. Und jetzt einfach mal hier aufdrehen, dass ihr seht, dass sich das auch wirklich dreht. Man hört jetzt auch schon vom Zählrohr, wie extrem das rauscht. Man sieht es auch relativ leicht an der Zeit, wie schnell das hochgeht. Es dreht sich wirklich nur sehr langsam und trotzdem. Je schneller der Motor dreht, desto höher die Aktivität. Also man sieht, man kann relativ gut Tribolumineszenz nutzen, um Röntgenstrahlung zu erzeugen. Später dann, wie gesagt, mit Piezos. Das war jetzt nur mal ein Vorversuch, um die Kammer zu testen. Aber scheint alles zu funktionieren. Bilder im Dunkeln kann ich auch noch dazu packen. Ja, bis zum nächsten Mal.